Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Just Cause. Da geht es mit Operation Donnerbarke los. Let's go! Ist das Boot bereit? Ja. Und kein Moment zu früh. Die Schwarze Hand hat überall Patrouillen entlang des Rio Vanai. Sie kommen so langsam dahinter. Uns läuft die Zeit davon. Dann Abflug. Wenn wir in Sonados sind, schalte ich den Kern aus, der den Sturm kontrolliert. Wenn sich der Sturm beruhigt hat, fliege ich rein und greife auf das IAPA-Netzwerk zu, um den Verteidigungsknoten zu deaktivieren. Okay, Sheldon, du kommst mit mir. Worin besteht die Verteidigung des Blitzkerns? Außer den Blitzen? Es gibt eine Art Abschirmung, die magnetisch befestigt ist, aber wir kümmern uns darum, wenn wir dort sind. Und du hast die zusätzliche Feuerkraft, die du wolltest. Wird hilfreich sein. Kaliber 50, Mörser, sonst noch was? Wart's ab. Wir sehen uns da. Bereit? Wie in alten Zeiten, mein Freund. Meinst du wirklich, das Boot wird uns vor den Blitzen schützen? Auf jeden Fall! Sonst hätte ich mich wohl kaum dafür gemeldet, am höchsten Punkt zu sitzen mit einem großen Stück Metall in den Händen. Da kommen sie. Das ist eine große Tür. Du hast den Riesenschlüssel mit, oder? Du musst die Sperren von der Stromversorgung trennen. Pass auf das Boot auf. Er ist einfach zu schnell für mich. Gut, dass ich die ganze Brücke hier schon zerschossen habe. Ein Generator ist erledigt. Hau den anderen weg, dann verschwinden wir. Puh. Aus, als hätte das gereicht. Volle Kraft voraus. Hm.
Hörst du das? Wir kommen zum Wasserfall. Bist du etwa nervös, Sheldon? Ja, etwas. Aber dadurch wird es erst lustig. Ich nehme mal die rechte Seite. Heilige Scheiße! Wir haben's geschafft! Mehr oder weniger. Hör zu, bevor wir beim Sturm sind. Wir haben die Ionenspule mit dem Mörser der Donnerbarke verbunden. Wir? Es war meine Idee. Mira hat sich nur um die technische Umsetzung gekümmert. Na komm. Und wie funktioniert das? Keine Ahnung. Positive Ströme oder sowas. Mira? Eure Ionenspule absorbiert die Blitze. Ist sie geladen, könnt ihr Blitze verschießen. Ich nenne sie die Donnerkanone. Einfallsreich wie immer, Sheldon. Boah! Ja, geht doch gut voran. Die Brücke hält was aus. Oh, die... Geben wir mal das Gas hier. Das muss Sona Dos sein. Vollgas, Rico, sonst schaffen wir es nicht über die Mauer. Runterfahren. Ich sehe schon wieder auf mich zu kommen. Mira? Schalte die Energiezellen an den Seiten aus. Das hat wehgetan. Warum funktioniert das denn nicht? Ableiter weg. Alter. Blöde Kante. Ein Schuss, ein Toter. Okay. Ein Blitzableiter weniger. Ja, komm. Yeah.
Verdammt. Verdammt. Und auf die andere Seite. Okay, jetzt müssen nur noch die Magnetsperren deaktiviert werden, die die Abschirmung tragen. Mann, das war ja vielleicht was. Schutzdecke hier. Der Schild ist fast erledigt. Ich weiß. Aua. Okay. Oh, was hast du Schönes für mich? Mira, du bist dran. Ich bin auf dem Weg. Ein Team muss den Blitzkern sichern. Kann man von dort den Verteidigungsknoten ausschalten? Sie ist gut. Dann lassen wir sie machen. Ich muss dir etwas zeigen. Oh, und was muss er mir zeigen? Was ist los, Sheldon? Nun, als ich Nachforschungen über Solis und deinen Vater angestellt habe, hörte ich von einem alten Agency-Außenposten in der Nähe hier. Wieso sagst du mir das erst jetzt? Naja, ich wollte dir keine Hoffnung machen, aber vielleicht finden wir was über deinen alten Herrn raus. Das war immerhin sein Projekt. Lass mal sehen. Jo, der Sound kam mal eben gerade etwas viel zu früh. Die Bude steht hier schon eine Weile. Mindestens 30 Jahre, würde ich sagen. Ein Überwachungsaußenposten.
Von hier aus hatten sie wohl Kontrolle über das Yappa-Projekt. Espinosa, deinen Vater und die Wettertechnologie. Irgendwie ist es absolut nicht mehr synchron. Wie lange weiß die Agency schon darüber Bescheid? Hier. Das ist der perfekte Ort, um anzufangen. Das wundert mich aber gerade. Warum ist das so schlimm? Hey, funktioniert noch. Das IAPA-Projekt. Das ist interessant. Was hast du gefunden? Überwachungsaufnahmen. Da steht der Name deines Vaters. Miguel Rodriguez. Spiel's ab. Weißt du, was ich alles aufgegeben habe für Projekt Yappa? Miguel. Nein, ich ertrage das keine Sekunde länger. Viel Glück mit Yappa, aber beende es ohne mich. Wenn Miguel Rodriguez aus dem Projekt aussteigt, wird er zu einer ernsten Gefahr. Wenn wir dagegen vorgehen, würde sich das auf Lanza Morales' Arbeit an Zona Uno auswirken. Nein, lasst Miguel gehen und Lanza soll das ruhig mitbekommen. Und dann? Die schwarze Hand in Medici steht unter dem Befehl von Sebastiano Di Ravello, der ja auf der Gehaltsliste der Agency steht. Das bespreche ich mit General Di Ravello. Die hat kein Telefon bei mir. Vielen Dank für deinen Beitrag zum Projekt Yappa, Miguel. Rico, das wusste ich nicht. Du musst mir glauben. Es ergab nie Sinn, dass Di Ravello meine Eltern getötet hat. Es waren die Agency und Espinosa. Sie haben den Coup nur als Tarnung benutzt. Und du willst davon nichts gewusst haben, ja? Ich wusste absolut nichts vom Projekt Yappa, deinen Eltern oder sonst etwas damals. Ich war ganz neu bei der Agency. So etwas lag nicht in meiner Zuständigkeit. Ich hatte nur Anweisungen, dich zu retten. Ich sag, dass das mit den Tonen nicht so passt, das stört mich so krass. Ich werde da gleich nochmal nach der Folge gucken, woran es liegt. Und gemeinsam Projekt Yappa beenden. Ich wusste, die Agency ist korrupt, aber... Hey, geh doch mal nach oben und schnapp etwas Luft. Ich schaue mich weiter um hier, okay? Lass mich wissen, wenn du noch was gefunden hast. Ja, ich glaube so. Mira, Status. Verbunden und einsatzbereit. Du? Nichts zu berichten. Ist alles okay? Du klingst, Schalt das Ding aus. Okay. Ich dachte, zu dem Ding kommen wir erst ganz am Ende. Oh, da gibt's noch mehr, noch einen größeren. Das war auch diese Explosion, die man vorher als Ton gehört hat. Also hat die Tonlage nicht ganz gepasst irgendwie. Ja, aber der restliche Ton passt. Warum passt das denn im Video nicht? Das verstehe ich halt nicht.
Ich bin noch wieder. So, ja, natürlich. Ist jetzt mein Gebiet. Ja, ich würde fast sagen, danach kümmern wir uns hier unten um die Gebiete. Oh, stimmt, wir können uns ja auch porten. Ah, hier ganz vergessen. Obwohl. Mach die Schweine da unten fertig, Kumpel. Ah ja. Wie überlebt da eigentlich ein Kipper ins Wasser aus der Höhe? Ja, tut er. Oh, da vorne gibt es noch mal so eine wertvolle Ladung, aber ich würde auch sagen, das war's von dieser Folge. Mal noch eine kurze hinterher. Aber wir sehen uns in der nächsten wieder. Bis dann, haut da rein.